Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Und es geht weiter. Und das nächste Bild des Grauens. Oh. Lol. Cool. Eine schöne Bescherung. Hä? Was ist passiert? Ich bin einfach gestorben. Geil. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Mister! Hinter dir, Bruder! Ja, ich weiß. Warum werde ich immer so eingefroren? Ach, die machen so einen Schrei oder was? Okay. Geil, der ist tot. Wow. Aber so lächerlich. Vor allem, wie viel Schaden das macht. Das hat mich einfach komplett von über der Hälfte runter auf null gemacht. Das ist ja ein bisschen unfair, oder? Das ist nur so ein ganz kleines bisschen, ne? Also, ne? Schon so ein bisschen. Ja. Ach, hier muss ich lang, lol. Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen. Oh nein! Bruder! Vater! Ein Hirscher! Sei auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! Legt ihn in die Leere! Meine Hörner leuchten! Vielleicht eine Schwachstelle! Mister! Burn it down. Kurva? Hat der gerade Kurva gesagt? Aua. Hi. Boah. Also jetzt reicht es, verdammt Fimbul, Winterfreya, die Räuber, Thors und Odins Einmischung und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr. Hundangriffe. Enter schließen. Ja. Hund. So, was macht er? Drücken Sie Q beim Blocken. Hilfe einen leichten Gurunangriff. Aha.
Drücken Sie bei Blocken. Echt? Warum kann ich das denn nur bei Blocken aktivieren? Das ist ja mega blöd eigentlich, oder? Was war das denn hier? Schild? Schild? Kaputter Wächterschild. Aha. Okay. Geht nur beim Blocken. Alles klar. Vater! Der Schild, den Notary gab. Thor hat ihn beschädigt. Aber jetzt. Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht. Später. Komm, hier können wir rein. Ja, und hier können wir runter. Oh! Wissensschriftrolle, der aschfahle Gott. Das sind übrigens wir. Warum aschfahl? Könnte ich jetzt erzählen? Also ich weiß warum. Weil er ist ein Deal mit den Göttern eingegangen. Also wer das nicht hören will, das ist nämlich ein Spoiler aus den ersten, zweiten, dritten Teilen, ich weiß es nicht. Also den frühen Teilen. Und er ist irgendwann einen Deal mit den Göttern eingegangen. Er war auch in Helheim und Niflheim und alles. Das gebe ich jetzt mal alles. Ich gehe bis zu dem, wo er einen Deal mit dem Gott macht. Und dann wird er zum Halbgott. Und weil er sich rächen will und er verliert seine Hautfarbe und weil seine Frau gestorben ist, die ist zu Asche geworden, ist die Asche seiner Frau auf seiner Haut niedergegangen und hat sich quasi mit ihm vereinigt. Also seine erste Frau aus Sparta. Oder wie dieses, ich weiß nicht mehr, wie dieses kleine Dorf hieß. Auf jeden Fall in der Nähe von Sparta. Und, ja. Er trägt quasi die Asche seiner Frau auf der Haut. Aber gibt nur, das ist jetzt super krass runtergebrochen, ne? Also wirklich, also da kommt, da ist eigentlich noch so viel mehr dahinter. Das muss man sich, eigentlich irgendwann mal gönnen. Weiß ich aber noch nicht, wie ich das mache, wann ich das mache. Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft und die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich habe sie gesehen. Ja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Toll, das ist ein bisschen kaputt hier, würde ich sagen. Gibt's hier irgendwas zum Abwerfen? Nö. Aber es gibt ein Tor. Oh. Was hat denn mit diesen scheiß Viechern auf sich? Geschmiedet. Weißt du immer, wie man die findet? Ich hab da so ein bisschen Übung drin, ne? Kann ich hier hoch? Nein. Kann ich da hoch? Tja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. Ja, das ist schön, aber ich würde gerne da hoch. Aha. Hock. In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Ja. Fimbulwinter zermürbt einfach alles. Selbst Stein. Ja. Das sollte helfen.
Hallo, gehst du mal weg? Na also, los! Aber da ist irgendein Secret. Ich komme jetzt noch nicht dahin. Ich kann noch nicht da runter. Schau zu. Oh, das ist neu. Komm mit. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Ja, vor allem, weil das ein Weg nach Jötunheim ist, ne? Ja? Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreiner erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Sköll und Hati, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Sköll und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gebe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr. Wenn er zu Ragnarök da ist, heißt das, dass er am Leben sein muss. Oder? Mimir. Kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte! Wir gehen nach Hause. Warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Wo denn? Wo? Zeig mal wo. Hallo? Oh, cool, diese. Ich bin Moonwalker. Moonwalk. Oh, schade. Ja, wo? Wo denn? Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Scheiße. Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber
Wir konnten nicht herausfinden, was... Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Hier lang. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Ja, das kann man so sagen. Rohleder. Cool, das ist für Rüstung bestimmt, ne? Der Boden sieht hier rissig aus. Ja, wahrscheinlich, weil man da runter kann. So, ich geh jetzt mal hier hoch. Hallo? Hallo? Gib mir. Hock. Hocks, Silber. Ah, mit dem Sprung kann ich bestimmt da runter. Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Die Gefahr ist nah? Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Oh, ich hab kein Schild mehr. Es gibt kein Schild mehr? Oh. Ja, ich versprühe immerhin ein paar Funken. Ja. Ist bestimmt richtig so. Gibt's hier noch irgendwo was? Man weiß ja nie. Okay. Oh, ich hasse es. 5000 Wege, ne? Ich hasse es einfach. Das ist die Frage, ne? Aha. Ist da wohl drunter? Ah, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Kunst. Herrlich! Ah, der? Ist doch cool. Ich find's geil, dass Mimir wieder dabei ist. Was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Ja. Ja, darum mache ich mir auch Sorgen. Weil wir wissen ja, wie unser kleiner Junge ist. Ne? Wir kennen die ja mittlerweile. Und seine tollen Einfälle. Komme ich jetzt schon wieder Trollkampf? Das sieht sehr danach aus. Ich krieg Gesundheit. Ja, ja. Vorsicht, rechts! Oh, Scheiße! Bruder, ohne Schild kannst du nichts abwehren. Hab dich. Oh.
Oh, Big Boy. Nächster. Oh. Ich glaube echt, es ist nicht schlecht, Atreus. Hier ist irgendwo ein Soundbug. Ich weiß nicht wo, aber es gibt einen Soundbug. Fast zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Hm. Ich hab irgendwie diesen komischen Soundbug. Wenn wir einen Weg fänden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden, mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tyr nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Das weiß ich noch nicht. Ey, dieser Soundbug ist echt lästig, ne? Aber... Die paar Minuten können wir das auch noch aushalten. So, was ist das hier für eine Tür? Da sind wir bestimmt damals durchgegangen. Warum sind hier... Irgendwie glaube ich, dass es jetzt zum Kampf kommt. Ja. Okay, doch nicht. Gibt's irgendwas, irgendwo, irgendwie? Nö. Axt. Keine Kiste. Ach. Kann ich mich jetzt übrigens da hochziehen? Nö. Wow. Dann geht das bestimmt später. Kratos! Hier drüben! Alter, ich wollte gerade meine Axt rausholen und auf dich werfen. So war ich hier stehe. Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Ich gehe trotzdem mal hier rein. Bruder, wir wissen beide, hier ist es nicht sicher. Ich sage es nicht gern, aber reden wir mit Sindri. Also dieser scheiß Soundbug, der geht mir so im Sack. Ich kann hier nicht in die Kiste gucken. Hallo, Kiste? Kriegst du irgendwie Loot? Hallo? Zoom, zoom, zoom. Okay. Seht ihr das eigentlich auch? Das hier? Das seht ihr gar nicht. Okay, cool. Warte, ich will nach den Wölfen schauen. Moment. Moment. Hi. Bin da, wer noch? Okay, hier ist nicht wirklich was. Ja, dann gehen wir zur neuen Unterkunft. Machen wir einfach mal, ne? Wo ist denn der? Ah, da ist der Haludri. Mach mal hin. Hopp. Nach euch, meine Freunde. Fimbul Winter überleben. Gehen wir zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt.
Wir sind gleich da. Hä? Irgendwie ist das alles komisch. Und buggy. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Meere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Holy shit, ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Ich kann mich nicht wegdrehen. Ah, jetzt. Ja. Also, grauschimmernde Leere. For real. Also, hier will ich auch leben wollen. Ist ja mega geil. Klar, ist ein bisschen einsam. Ja, lass mich doch mal gucken. Krass. Und er hat ein Hintertor. Lass mich. Ich kann nicht. Lass mich. Ich kann. Ah. Ich will ins Hintertor. Schon. Ist der sauer? Kommt rein, kommt rein. Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut, die Schlafzimmer sind da. Die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen, um Tyr zu retten. Tyr? Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko. Alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da. Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho. Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey! Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Ach, aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt damit. Hm. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? Yay, Rüstung und bla und herstellen und bla. Schilde verfügbar. Brock hat, um einen neuen Schild zu schmieden. Oh. Ich will kein Schild. Ich will nur den. Wo kann ich denn? Schildmenü. Ach, da. Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. Ach du Scheiße. Ein Schild zum Absorbieren von Angriffen und Zurückschlagen? Ach so, der absorbiert die und dann kann ich. Boah. Was ist das hier? Schild für Paraden mit hohem Risiko. Boah. Ja, schon geil, ne? Ich hätte schon Bock auf den. Achso, der kann, ja. Ich hab halt Bock auf Paraden, deswegen, will ich auf jeden Fall den nehmen.
Okay, Kratos Block und Fähigkeit ist wiederhergestellt. Es wird Zeit. Atreus, neue Rüstung. Okay, Rüstung. Ja. Wenn der Junge unbedingt weiter wachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Aha, okay. Cool. Tolle Stufe 1. So, darf ich mir jetzt auch selber mal was gönnen? Vidras Armschien der Macht. Aha. Abwehr 6. Was haben wir aktuell? 0-1. Verbesserungsfähig. Ach so. Wait, von 1 auf 12? Das ist ja voll krass. Oder? Von einer Abwehr auf 12 Abwehr hoch? Das ist ja mega krank. Boah. Das ist schon krass, oder? Guck, das kostet nur Hacksilber. Dann mache ich das doch mal. Ah. Ja, macht auf jeden Fall. Ausrüsten. Wir könnten sogar verbessern. Boah, das bringt echt viel, ne? Aber vielleicht sollte man lieber die Brustrüstung über der Hüllenkürass. 16 und 11? Das ist wirklich krass. Ich werde erstmal aber die... Ah, Vidra, ne? 1 und 0 war vorher, dann wird er 5 und 0. Ja. Ich bleib bei den Vidras. So. Okay, wir haben jetzt erstmal schon mal eine Rüstung. Begleiterrüstung. Nicht verfügbar. Das ist schon mal schlecht. Waffen. Leviathan-Axt. Verbessern. Fimbulwinter hat unser Mädchen ziemlich mitgenommen. Gib sie her. Sie braucht dringend etwas Liebe von Brock. Aha. Cool. Warum haben wir eine Frostklammer? Cool. Wütender Bla und hölzerner Klauf. Okay. Kann ich den verkaufen? Nee. Ich würde gerne den alten Schrott verkaufen. Ich habe immer noch diesen Soundbug. Okay, Chaoslammer habe ich nicht. Staunenmauerschild interessiert mich gerade nicht. So, was können wir noch? Spezialgegenstände. Keine Gegenstände. Wow. Verfahr. Ja, eigentlich. Habe ich das gefunden? Verstärkter Hüllenkürass? Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schaue mich um. Seh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Danke. Ah, da ist es doch. Das Haus ist toll, Sindri. Das ist das Spezial. Ach, dann hätte ich die gar nicht dingsen müssen. Das ist das, was ich gesucht habe. Das ist der Spezial, den man nur durch das Bonus-Dings bekommt. Ja, toll, dass ich jetzt 500 Gold dafür ausgegeben habe. Aber ich krieg 5 Abwehr und ein Glück. Erhöht die Betäubung bei Gegnern in der Luft. Betäubungserhöhung auf 40% mit Z-Effekt. Ich habe hier 3 Stärke und 2 Abwehr. Oh, hier ist auch der Düstertal. Oh, Abwehr und Runenkraft. Rage-Zuwachserhöhung. Erhöht die Rate, mit der Rage beim Angreifen von Gegnern mit Standardverwendung von Runenangriffen aufgebaut wird. Betäubung. Oh. Glück ist halt geil, weil Glück boostet meinen Stat auf Geld und sowas. Das ist gar nicht so schlecht. Hier Ruhm plus 1 oder Glück plus 1. Ich wäre schon eher für Glück, ne? Aber wir gucken erstmal. Schneewehl, das hier und das. Verstärkter Hüllenkürass. Ach, das war der. Ach, den habe ich automatisch. Okay, den kann ich verkaufen. So, Boah. Sieht aus wie so ein Ork. Runenkraft 1. Abwehr 4. Stärke auch nur 4. Also ein Stärke minus wäre eigentlich gar nicht so schlecht.
Empfinden eines Gegners werden Spaß aus Rage, werden Rage und Gesundheit teilweise aufgeladen. Cool. Das ist ja sogar besser als das da. Oder der Schneewehe. Hochschlag eines Gegners hat eine hohe Glückschance, Kratos Stärke und Widerstand gegen. Ich meine, das sieht scheiße aus, muss ich sagen. Ich sehe aus wie so ein Paladin-Ritter. Aber von den Stats her wäre er gar nicht so schlecht. So, Schneewehe Panzerhandschuhe. Betäubung der Gegner in der Luft. Stärke wäre 5. Würde also keinen Unterschied zu dem machen. Hier wäre auch Stärke 5. Ich glaube, ich werde in diesem Ding eher auf, ich denke mal, Runenkraft und Rage gehen vielleicht. Deswegen würde ich jetzt eher das hier anlegen, anstatt das da. Und bei der Hüftrüstung, ja, würde ich, glaube ich, auch dann auf Düsterrüstung gehen. Dann haben wir die Rage-Zuwachserhöhung. Ja, Schneewehe ist natürlich auch. Der sieht echt schön aus, ne? Aber ich brauche halt keine Betäubung. Ich geh hier drauf. Klar, ich verliere ein bisschen Stärke, 3 Stück, aber dafür kriege ich Rage-Zuwachs um 40%. Das ist schon geil, glaube ich. Und wir kriegen generell mehr Rage. Ach, wie er aussieht, ne? Muss ich sagen, gefällt mir der noch immer besser. Aber okay, komm, wir sind jetzt der fette Paladin. Das ist halt geil. Glückschance auf Kratos Stärke-Bonus und Widerstand gegen Taumeln. Ich meine, der passt viel besser zu ihm, ne, weil wir einfach das ganze Set dann anhaben. Beim Töten des Gegners werden Spartas Rage, werden Rage und Gesundheit teilweise aufgeladen. Und hier wird Hochschleudern eines Gegners hat eine hohe Chance. Deswegen finde ich das eigentlich geil, weil ich nur hochschleudern muss. Hier brauche ich zwingend die Rage. Hier brauche ich einfach nur hochzuschleudern. Ich bleib bei dem. Da werde ich mich nicht ändern. Gut, Rüstung, was hat er? Ah ja, er kriegt auch die coolere. Das ist das Brüdergewand. Sieht sehr schön aus. So, dann haben wir natürlich das Schnee. Oder die Düstertalkleidung. Ganz ehrlich, ich finde das irgendwie cool. Das finde ich eigentlich am coolsten, weil das eher zu ihm passt. Aber ich finde die Brüdergewand finde ich eigentlich ganz cool. Und ihr müsst mir gewährt, der an die Zukunft glauben und Rüstung für die schönen Dinge des Lebens. Nee, schöne Dinge brauchen wir nicht. Das wäre eigentlich, das sieht echt gut aus, aber ich bleibe, glaube ich, bei dem Brüdergewand. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Vor allem, weil es keine Bonuswerte gibt. Und wie ist es unserem azurblauen Lieblingsgrobian so ergangen? Scheiße, wie nennst du mich? Vorzüglich! Alles klar. So, kann ich noch irgendwas verbessern? Düstertalgriffe. Kann ich nicht verbessern. Stahlgriffe. Kann ich nicht verbessern. Levetanaxt. Kann ich nicht verbessern. Schilde. Kann ich nicht verbessern. Rüstung. Kann ich verbessern. Oh, wait. Die kriegen tatsächlich das freigeschaltet mit der Zeit. Kombo-Abschlussangriff haben eine hohe Glückschance, Kratos Stärke und Widerstand gegen Taumeln eine Zeit lang zu erhöhen. Okay, hier ist nix. Töten eines Gegners. Okay, das ist das, was wir ausgerüstet haben. Warum gibt es 9 Stufen? War das vorher auch so? Das ist doch 9, oder? 9 Stufen? Also damals waren die höchsten Stats 6 und da waren die Stats ungefähr so wie hier mit 50. Ne, war 59, glaube ich, oder 60 war so das Maximum. Und wir können einfach noch höher. Ach du heilige Scheiße. Ja, hochschleudern. Das ist das, was wir gerade haben. Den könnten wir verbessern. Blocken und Parade. Moderate Glück.
Kratos nächsten Angriff mit einer Explosion zu verstärken. Ach du Scheiße. Kratos Stärke. Okay, die würden auch diesen Stat hier bekommen, ne? Hochschleudern, Kombo-Abschlussangriff, okay. Ne, wäre beides okay. 16 Stärke, 11 Abwehr. Okay, hätten wir 2 Glück. Mehr Abwehr und okay, Stärke, ja. Ja, 12, 12, 2. Okay, gucken wir mal die Armrüstung. Verbessern. Erhöht die Betäubung in der Luft. Okay, da ändert sich tatsächlich nichts. Hier auch nicht. Verbessern zum Freischalten eines Bonus. Ah, Kombo-Abschlussangriffe. Krass. Okay, der kriegt gar keinen. Okay, irgendwann kriegt der krasse Stats. Auf Stufe 7 bekommt der richtig viele Stats. Asgarder Barren. Zwergenstahl, okay. Düstertal. So, das ist das, was ich aktuell habe. Mage und Statusbefall ist eigentlich ganz cool, ne? Ja. Ja, dann würde ich doch sagen, verbessern. Hey, wo ist die Rüstung, die ich dir gemacht habe? Hab sie benutzt. Ich hab mir meinen wohlgeformten Hintern aufgerissen, um dir alle möglichen Brustschilde und Schulterrüstungen zu schmieden. Und jetzt stehst du vor mir und bist so gut wie splitterfasernackt. Vielleicht bist du diesmal ein bisschen vorsichtiger damit, hm? Werde ich nicht. Da hast du es. Er wird nicht. So, ich mach die auch noch verbessern, weil ich das kann. Ich kann beides auf Stufe 2. Bin ich gut oder was? Ja, vor allem die Stats sind halt geil, ne? 15, 2, 0. Mega geil. Den kann ich nicht. Aber hier, das war ganz gut hier. 15 Stärke. Das war ganz okay. So, Waffen konnte ich nicht verbessern. Spezialgegenstände konnte ich nicht verkaufen. Genau. Rüstungen. Und zwar, was kann ich denn wegschmeißen schon mal? Den verstärkten Hüllenkürass, oder? Eigentlich auch diese ganzen Dinger, ne? Auch in die Schulden, die Kram nicht mehr. So. Ich glaube, das reicht. So, dann ist die Folge jetzt auch endlich mal vorbei nach 45 Minuten. Aber es war ja nur Ausrüstungskram, deswegen habe ich das drin gelassen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss. Und dann ist hoffentlich dieser scheiß Soundbug weg.